Christian, warum stehen wir hier? Ja, Dan, warum stehen wir hier? Wir stehen hier, weil Lupine hat ihre neue SLAX 2023 Version rausgebracht. Und das ist die leistungsstärkste straßenzugelassene Lampe, die sie im Repertoire haben. Also STVZO. Was ich nicht glauben kann, denn diese Lampe hat eine Lichtleistung von 3800 Lumen. Ziemlich crazy. Über Lumen haben wir schon ganz oft geredet, machen wir hier auch nochmal. Und sie hat eine geile App, die wollen wir uns auch angucken. Deshalb bin ich nämlich auch hier. Weil Matze hat die App getestet und ich habe sie gar nicht getestet. Ich habe nur die Lampe so draußen gefahren. Und um die App geht es eigentlich heute vorwiegend. Also was heißt, es geht nicht heute um die App, sondern jetzt der Teil mit dir ist die App. Genau. Bevor wir auf die SLAX eingehen, kannst du ja nochmal die einzelnen Lampen im Vergleich vorstellen. Das machen wir nämlich eigentlich bei Lupine immer ganz gerne, dass wir immer so ein Partnermodell nehmen. Wir haben die Mono gegen die Nano getestet, wir haben die Nano gegen die SL getestet und wir haben auch die SL schon zu dem Vorgänger der AX getestet. Hier sind jetzt im Prinzip meine bisherigen zwei Lieblinge. Die Nano, die ganz kleine, die kann im Fernlicht auch schon 1100 Lumen, also im Fernlicht, das ist dann wie gesagt nicht STVZO, also straßenzugelassen 700 Lumen, im Fernlicht 1100. Und das ist die SL, die kann im zugelassenen Modus 1000 Lumen und 1300 Lumen. Diese Lampe haben wir so oft gezeigt, die hat einen Lichtteppich. Wir müssen hier ein paar Videos dazu verlinken. Ein Träumchen. Ja. Und deswegen jetzt der totale Overkill. Darf man das eigentlich sagen? Ja, ich glaube, Overkill ist okay. Da weiß ich nicht. Warum haben sie es gemacht? Weil sie es können. Ich glaube, das ist so die Begründung, warum nicht. Braucht man das? Ist eine ganz andere Frage. Sie ist ein bisschen größer von der Bauform. Ihr habt 13 Osram-LEDs da drin. Ziemlich krass. Also 5 links, 5 rechts und 3 da unten drin in dem Gehäuse. Matze, mach das Handy an. Warum Handy? Es gibt eine App und standardmäßig kommt die Lampe mit 4 verschiedenen Modi, die man in der App auswählen kann. Ich habe einmal den Echo-Modus für lange Laufzeit. Ich habe den Standard-Modus, so wie sie vom Werk her ausgeliefert wird. Und dann gibt es noch ganz speziell einmal einen Trail-Modus. Der hat angeblich ein etwas diffuseres Lichtbild. Das wirst du in einem Außentest mal probieren. Ja. Dass man quasi mehr so nah Sachen sieht, also Wurzeln, Kurven, solche Sachen, die in der Nähe sind. Und ein Range-Modus, da geht es dann um maximale Entfernungsleistung. Aber ich habe die Lampe ja kurz angeschmissen, ohne das mit der App zu koppeln. Das kann ich ja nach wie vor. Auf jeden Fall. Okay, wie verbinde ich jetzt die App mit der Lampe? Ich habe hier schon mal mein Handy hingelegt, die App schon aufgemacht. Wir blenden das mal hier ein. Ich verbinde die Lampe mit dem Strom. Und dann habe ich 20 Sekunden Zeit, weil dann ist sie im Bluetooth-Modus. Und klicke hier auf Suche starten. Und dann dauert das natürlich einen kleinen Moment. Und da sind wir. Also, als erstes sieht man hier die Bluetooth-Leistung, die bei 40% liegt. Mhm. Das ist mal ein bisschen am Variieren. Und als erstes kann ich einen Akku wählen. Okay. So. In dem Fall ist es der 10 Ampere-Stunden Smart-Core-Akku, der noch bei 100% ist. Akkuwahl speichern. Und dann zeigt er auch gleich an, was für eine Laufzeit man hat. Das variiert natürlich davon, welches Profil wir jetzt auswählen. Mhm. Wir haben hier oben die bereits genannten Profile. Range, also für die weiteste Strahlleistung. Trail, für die Nahausleuchtung. Original, so wie es vom Werk ist. Und Echo. Mhm. Echo ist ja schon selbsterklärend. Genau, Echo ist selbsterklärend. Gehen wir mal auf Original, weil das ist ja Original. Okay. Wir aktivieren das hier oben mal. Da muss man diese kleine Checkbox treffen. Und das dauert dann immer einen kleinen Moment, weil er lädt es dann auf die Lampe drauf, das Profil. Die blinkt dann auch so ein bisschen lustig rum. So. Und da haben wir jetzt eingestellt 24 Watt. Was das genau bedeutet, ich klicke mal auf das Profil drauf. Da sieht man hier einmal Fern- und Abblend-LED 24 Watt, Tagfahr-LED 16 Watt. Weil wir maximal 38, 40 Watt zur Verfügung haben. Genau, das heißt, wenn ich hier jetzt was verstelle, zum Beispiel 17,2, kann ich theoretisch die Tagfahr-LED höher ziehen. Mhm. Und die ist dann halt auch maximal ausgereist bei 17,2, wenn hier unten schon 22,8. Aber du würdest jetzt ja das Profil verändern. Jetzt würde ich das Profil verändern, genau. Okay.
Wir müssen das gleich nicht speichern. Ich gehe jetzt einfach nur einmal durch. Also wir haben hier die Wahl Expertenmodus oder einfach nur einfacher Modus. Das heißt, da sage ich 30 Watt, auf geht's. Oder ich mache sie halt ein bisschen schwächer. Im Expertenmodus kann ich das genauer einstellen. Man sieht es auch hier. Ich habe die Möglichkeit, eine Vorschau zu aktivieren. Okay. Aber jetzt nochmal zum Mitschreiben. Das ist jetzt die Einstellung Original. Dann haben wir diese drei LEDs, die ich vorhin sagte, in der Mitte. Die machen dann 24 Watt und die Seiten-LEDs machen dann 16 Watt. So kommen wir auf insgesamt 40 Watt Gesamtleistung. Genau. Okay. Also das liegt in eurer Verantwortung, dass ihr damit keine anderen Verkehrsteilnehmer blendet und das Ganze halt vor allem nur okay. im Wald und so okay. weiter aktiviert. Dementsprechend bei Abblendlicht kann ich halt nichts einstellen. Da haben wir 8 Watt oder 5 Watt, weil es im Prinzip, das ist dann alles, was meistens unter 1000 Lumen liegt. Genau. Okay. Ja, da wird es einfach reduziert. Das okay. sind die verschiedenen Dimmstufen, die sind festgelegt. Super. Und zuletzt gibt es dann noch Einstellungen. Einmal die Akkuwarnung. Die kann ich ausmachen, warum auch immer. Nein, Akkuwarnung muss an. Sollte an sein. Und ich kann sagen, wann er mich warnen soll. Ja, relativ früh. Akkuwarnung. Ja, genau. Immer. Okay. Bluetooth trennen nach 4 Stunden. Das heißt, wenn ich jetzt das Handy und die Lampe die ganze Zeit in Verbindung lasse, nach 4 Stunden geht er mal aus, spart halt Akku. Ich kann es auch kürzer machen, dass er nach einer halben Stunde schon raus ist oder so gut wie nie. Ja, 4 Stunden Tag. Ist ja, machen wir die Werkseinstellung genau, wieder. Genau, 4 Stunden ist eigentlich ganz gut. Okay. Dann Sensorik, sensorgesteuerter Modus oder manueller Modus. Das heißt, hier hinten sind die Sensoren dran. Die dann sagen, ob es gerade dunkel oder hell ist. Genau, ob ich quasi Tagverlicht habe oder halt schon Abblendlicht nutzen kann. Mhm. So. Ja, automatisch, nicht manueller Modus. Finde ich total geil. Also ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, das haben die anderen Lampen ja auch, dass du fährst am Tage und es wird immer dunkler und dann geht halt das Tagfahrlicht automatisch aus und es kommt das normale Abblendlicht. Genau. Ja, das heißt, also im Grunde muss man gar nicht selber machen. So. Okay, das wäre jetzt der Modus Original. Ja. Und das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal einen anderen Modus. Ich will noch einmal kurz hier zeigen, man kann halt auch noch wie sensitiv er ist. Genau, okay. Man kann ihm halt auch sagen, ich möchte, dass der relativ früh in den normalen Abblendlicht genau, Modus geht. Genau, also wenn er sehr sensitiv ist und wie lange er dafür braucht. Krass. So, hier habe ich noch Profilname eingeben, in dem Fall bleibt es halt beim Originalprofil, zurücksetzen, duplizieren, löschen. Okay. So, ich gehe jetzt zurück, habe nichts gespeichert. Und jetzt aktivierst du das einfach, weil es ist aktiviert. Es ist noch aktiviert, weil wir haben nichts geändert. Wenn ihr Änderungen in eine Profile vornehmt, müsst ihr es nochmal neu aktivieren. Ach so. Weil es dann neu auf die Lampe geladen wird. Okay. Wir nehmen jetzt mal Range. Also das ist jetzt ja das Coole an der Sache, was die Lampen dann unterscheidet. Hier könnt ihr einfach sagen, ich möchte jetzt vielleicht mehr Rennrad fahren. Mhm. Oder warum auch immer, habt ihr jetzt diesen Feldweg und du willst super weit gucken, dann gehe ich in diesen Modus Range. Genau, macht bei manchen Situationen Sinn. Ich öffne jetzt einfach mal und da sieht man schon, Range standardmäßig, fern- und abblendig ist hier auf 30 Watt eingestellt und das Tagfahrlicht auf 10 Watt. Und die beiden, wir kommen wieder auf die 40 Watt, aber die Verteilung von wie die 40 Watt sind, ist jetzt anders. Genau. Weil wir 30 Watt dann in dem Fernlicht haben, geht es eben auch weiter. Genau, das ist das ganze Spiel. Ist nicht schwer. Eigentlich ist es nicht schwer. Abblendlich, wie gesagt, kann man nichts einstellen. Und hier bei den Einstellungen bleibt auch alles gleich. Ja. Am Ende ist es quasi der Name, den ich dem Profil gebe und diese beiden Faktoren, die ich einstelle. Also schon der Unterschied zwischen Original zu Range. Ich habe einfach viel mehr Watt auf meinen drei mittleren LEDs für die Fernlichtfunktion und Taglicht wird runtergeregelt auf 10 Watt. Verstanden. Was haben wir noch? So. Trail. Da geht es ja mehr darum, drumherum viel auszuleuchten. Viel Licht und viel nah. Das heißt, ich habe eine Verteilung, die auch mehr aufs Tagfahrlicht, mehr an die Seiten geht. Eigentlich ja auch wieder, okay. Ja? Ne? Got it. Weniger den Spot nach vorne, mehr an die Seiten. Das heißt, wir haben jetzt eine Aufteilung genau 50-50, genau. Was in der Mitte der Lampe rauskommt und was rechts und links rauskommt. Genau. So sieht's aus. Und zu guter Letzt der Eco-Modus? Der Eco-Modus, da ist es einfach alles runtergeregelt. Ah, damit ich halt einfach sage, ich brauche maximale Laufzeit jetzt. Genau. Aber aktivier doch mal den Eco-Modus. Mhm.
Man merkt, dass die Lampe jetzt reagiert. Das heißt, er würde jetzt eine voraussichtliche Laufzeit von 25 Stunden an diesem 10 Ampere-Stunden Akku genau. gehen. Also es kommt natürlich immer darauf an, welchen Akku ihr da dran macht. Ne? Aber das berechnet er euch ja auch, indem ihr euren Akku korrekt auf. Genau, das heißt, wenn ich jetzt sage, mein Akku hat nicht mehr volle 100%, ach so, das kann ich hier einstellen. Genau. Darf ich das mal ändern? Ja, klar. Ich mache jetzt mal, Akku hat nur noch 50% und dann gehe ich auf Speichern? Ja. Dann würde er sagen, okay, mit nur einem halbvollen 10 Ampere-Stunden Akku ist auch bei 11 Stunden Schluss. Genau. Schon ziemlich crazy. Aber ich könnte jetzt, wenn ich das wirklich berechnen will, das Handy zur Hilfe nehmen, genau sagen, welchen Akkuzustand habe ich von meinem Akku. Der muss ja nicht 100% haben. Ja. Und dann würde er mir berechnen, jetzt hier in dem Eco-Modus 11 Stunden, kann ich den jetzt einfach umschalten auf den Range-Modus? Versuchen wir es mal. Okay, jetzt sehen wir jetzt hier ein Verhältnis genau wieder 30 Watt. Das ist ja schon das Maximum, was wir machen könnten. Aber wir haben jetzt die 30 Watt gar nicht hier anliegen, also gehen gar nicht raus, sondern wir sind im Abblendlichtmodus, würde er jetzt 3 Stunden durchhalten. Jetzt, wir haben ja nur noch einen halben Akku. Geh mal auf Vollgas. Wir machen jetzt, mehr kann die Lampe halt nicht rausballern. Dann sind wir bei 45 Minuten. Genau. 45 Minuten. Im Range-Modus, aber wir können ja wieder auf den Akku voll, also je nachdem, wenn der Akku jetzt voll wäre, dann wären wir bei 1,5 Stunden in diesem Super-Power-Modus. Genau. Aber es ist auch verrückt, 3800 Lumen, das ist schon ziemlich crazy. Braucht man eigentlich nicht. Genau. Aber das wirst du ja beim Fahrtest dann erkennen. Das heißt, wir stellen jetzt nochmal einmal für mich auf Eco-Modus um. Das heißt, wenn wir jetzt das umstellen auf den Eco-Modus, dann haben wir ja hier die maximal 15 Watt in der mittleren Sache. So, jetzt stellst du einfach mal die Modis durch und dann sehen wir ja, welche Zeit da angeblendet wird. So, das jetzt ist volle Kanne. Fast, also 2 Stunden 45 Minuten. Geh mal runter. Das wäre dann das Tagfahrlicht. Ja. Tagfahrlicht 24 Stunden und das Tagfahrlicht ist schon so alter Schwede. Ja, das ist... Ist schon ziemlich viel. Und dann stellt ihr die Modi nochmal durch. Ne, Abblendlicht. Abblendlicht, dann 7 Stunden in dem Abblendlicht. Und das Abblendlicht ist ja das, was ihr dann meistens benutzt. Im Abblendlicht macht die Lampe 900 Lumen. Also das ist schon, das ist schon total geil. Mehr als viele andere Standardlampen haben. Wenn ich also den Fernlichtmodus aktiviere, zum Beispiel wenn ich im Trail-Modus bin, dann wenn ich weiß, ich fahre irgendwie eine komplizierte Passage, ich brauche jetzt viel Licht, mache ich ihn an, habe den ein paar Minuten lang an und danach gehe ich einfach wieder ins Abblendlichtmodus, weil für die meisten Sachen reicht. Jetzt könnte man ja sagen, ich habe ja keinen Bock, dann mein Handy aus der Tasche zu holen und das am Handy hier umzustellen, welchen Modus ich habe. Ich weiß, du hast es angeteasert und wir haben uns darüber schon unterhalten. Du hast gesagt, es geht auch mit der Apple Watch, wenn du ein Apple Watch Benutzer bist. Das ist das Ding, also mit Android geht es leider noch nicht. Aber wir können das hier auch mal einblenden. Wir haben noch ein paar Szenen aus dem Video von Lupine, wo gezeigt wird, wie es funktioniert. Da kann ich die Profile direkt auf der Uhr auswählen. Mhm. Und kann sogar, wie in Fernbedienung, die Lampe mit der Uhr steuern. Das ist natürlich sehr convenient. Also, muss man ja sagen. Und ich muss das Handy dabei nicht mehr in der Nähe haben. Es läuft nur mit der Uhr? Es läuft nur mit der Uhr. So. Gut, ich habe keine Apple Watch, kann ich nicht testen, aber ich, ich werde heute Abend eine Nachtfahrt machen. Und dann werde ich diese ganzen 4 Modi mal, sagt man das eigentlich, Modi? Modi ist, glaube ich, Modi. Ich sage mal Modi. Es gibt eine Sache, die wir noch nicht gezeigt haben. Aha. Wir können natürlich auch unseren eigenen Modus erstellen. Ach so. Ganz wichtig. Eigenes Profil, weil wenn ich sage, der Eco-Modus schön und gut, ist energiesparend, ist mir aber vielleicht dann doch zu dunkel, dann lege ich halt meinen eigenen Modus an. Enjoy your bike. Enjoy your bike. Weiter. Ach so, okay. Und ach so, okay. Jetzt wähle ich einen der 4 Modi als Ausgangspunkt. In dem Fall habe ich gerade das Beispiel genommen. Original oder Eco? Eco reicht mir nicht, deshalb nehme ich den Eco-Modus. Aber mache den ein bisschen. Und mache da jetzt aber irgendwie 22 Watt und lasse das Tagfahrlicht aber relativ niedrig. Oder okay. So. Ne? Dann speicherst du den? Hier oben auf Speichern, Speichern. Ganz wichtig, wieder auswählen. Und da ist der Enjoy Your Bike Modus. Und dann haben wir den Enjoy Your Bike Modus. Ja, dann machen wir nochmal eine schöne Nachtfahrt bei minus 3 Grad. So sieht Original aus. Unter Fernlicht. Ja, sieht ganz gut aus schon. Jetzt gehen wir mal auf den Eco-Modus. Dann wird die Lampe gleich wieder flackern. Dann gucken wir uns mal den Eco-Modus an. Einmal flackern,
zweimal flackern und da haben wir das wieder. Also man merkt deutlich, weniger Power, dafür längere Laufzeit. Jetzt gehen wir mal auf Range, einmal flackern, da ist es. Und jetzt, wow, das ist schon geil. Das gefällt mir. Ja, ich bin der Range-Fan. Gut, einmal noch auf Trail im Vergleich. So, das ist Trail-Modus mit Fernlicht. Oh, hier, guck dir das an. Das haben wir eben nicht gemacht. Das heißt, da sind die Übergänge auch nicht mehr da. Es ist so ein bisschen wie das SLAF-Bild. Okay, ja, also den Unterschied finde ich am krassesten. Huh, yes. Okay, mir ist arschkalt. Ballern? Ballern, okay. Ist ja sonnenklar, was mein Lieblingsmodus ist. Brauche ich gar nicht weiter diskutieren. Das kann man ja hier echt gut sehen, wo dieser gefrorene Wassergraben ist. Der wird ja komplett mit ausgeleuchtet. Das ist total geil. Dan, wie war es im Wald? Ah, kalt war es im Wald. Ja, man sieht es ein bisschen auf den Aufnahmen. Aber war es auch hell? Es war auch hell und das Fazit ist eigentlich relativ schnell gesprochen. Okay. Der Hammer. Also, es ist auch wirklich gefährlich, wenn jetzt Wanderer entgegenkommen, weil das Licht ist wirklich der Knaller. Okay. Also das, da muss man auch wirklich, eigentlich muss ich eher eine Warnung rausgeben, macht das wirklich, wenn ihr alleine unterwegs seid, wenn da Wanderer euch entgegenkommen und so, da könnt ihr das Fernlicht nicht aufreißen. Es geht einfach nicht, es ist einfach over the top. Aber bist du natürlich alleine unterwegs, dann ist das natürlich mehr ist mehr. Und für die Modi. Ja. Wir haben ja hier am Anfang über diese vier Modi geredet. Es gibt nur zwei Modi, damit bin ich schon total happy. Okay. Also im Wald ist es dieser Trail-Modus. Genau, ich habe es gerade gesehen. Das geht wirklich gefühlt nach links und rechts einfach. Genau, du brauchst im Wald ja nicht, also gerade wenn du kurvige Strecken fährst, brauchst du ja keine Reichweite. Ja, natürlich. Aber gerne hättest du so einen riesen Ballon, ne? Also alles vor dir, rechts und links Maximum in den Wald rein. Und das, du hast ja direkt am Fahrrad so eine Kante nach rechts und links. Das ist ja schon einfach spitze. Und dann sind wir einen Feldweg lang gefahren. André hat dann die Drohne fliegen lassen und so, um mal zu gucken, wie weit leuchtest du. Das kommt auf den Aufnahmen nicht so weit rüber, wie wenn du selber guckst. Ja, also von daher, mein Fazit ist, ich brauche nur zwei Modi. Range auf dem Feldweg und im Wald. Den Trail, ja. Gut. Also von dir eine klare Kaufempfehlung? Eine klare Kaufempfehlung, aber auch eine Warnung. Und ich will jetzt hier eigentlich nicht den Bösen spielen mit einer Warnung. Es ist wirklich, wenn du in diese Lampe reinguckst, das geht nicht. Du musst sie schon runter machen und auf gar keinen Fall, wenn Leute im Spiel sind. Ob Autofahrer oder Fußgänger oder so, das geht nicht. Generell bei Licht, aber auch vor allem bei dieser Lampe immer mit Verantwortung. Na dann. Ne? Also, mehr ist mehr. Mehr ist mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zugelassen 700 Lumen, im Fernlicht 1100. Das stimmt. Sehr gut. Na los. Das ist das falsche Handy. Kannst du ja machen. Echt nicht strukturiert. Ist egal. Die Struktur kommt im Schnitt.